Herzlich willkommen zurück zum PBM 220. Wie versprochen, gibt es heute auch gleich das nächste Video. Wir fangen auch gleich an. Wir machen erstmal die zivilen Bauprojekte hier, wie diesen Bautrupp hier. Der baut jetzt hier einen Bauernhof. Hier oben haben wir einen Frachter, den wir Richtung Meiste Gold, Richtung Elefantin schicken, wie gestern schon erwähnt. Allerdings habe ich anscheinend den anderen Frachter nach Tulum geschickt. Und zwar haben wir hier auch einen netten Handelsweg nach Theben. Alles geht momentan nach Ägypten, aber auch nur, weil bei Arabien nicht so viel zu holen ist. Und wie gesagt, Russland wird erstmal isoliert. Ab nach Ägypten. So, unsere Bautrupps werden hier einmal das Marmor anschließen. Haben wir allerdings schon in unserer Luxusgüterliste. Können wir aber bestimmt irgendwo gut verkaufen. Wald abholzen. Zack, weg. Hier oben wird weiter Weideland errichtet. Hier werden wir jetzt den Sumpf entfernen und einen Bauernhof errichten. Und das war es auch soweit mit den Bautrupps. Wir haben noch einen neuen Bauauftrag. Ich habe mit Chris gerade telefoniert. Allerdings konnte er das Safe selber nicht aufmachen. Also hat er mich nur moralisch unterstützt. Wir haben uns entschlossen, hier ein Zoo zu bauen, weil Fabrik dauert erstmal ein bisschen länger. Und wir wollen weiterhin unabhängig sein, was die Sachen Luxusgüter betrifft, Zufriedenheit. Daher wird jetzt hier ein Zoo gebaut. So, sonst, ja. Fregatte wird noch zu Ende gebaut. In 6 Runden ist die Fabrik fertig. Hier oben ist jetzt Bauliste, haben wir eine weitere Fabrik eingestellt. Somit haben wir unsere 3 Fabriken, um eine Ideologie zu wählen. Da sind wir ja auch noch heftig in der Diskussion, ob es Autokratie wird oder Ordnung. Freiheit werden wir wahrscheinlich nicht wählen. Aber dazu vielleicht mal in einem anderen Video mehr, wenn wir uns entschieden haben und welche Gründe das hat. Im Forum wird ja auch schon ein wenig diskutiert. Gut, ja, die Triere können wir weiter nach Norden schicken. Und dann würde ich auch sagen, gehen wir an unsere geliebte Front bei dem Inder. Ja, wir haben glücklicherweise keine Fregatte verloren. Ja, war auch so eigentlich geplant, dass wir nichts verlieren, hat gut funktioniert. Was wir sehen, hier unten hat sich noch eine Fregatte jetzt rangeschlichen. Das war die, die in Gara stand. Die ist jetzt hier nach links gezogen. Und die, denke ich, werden wir versuchen, beziehungsweise wir werden sie erobern. Hier haben wir noch eine Beförderung. Machen wir gezielten Schlag 2. Und hier ist noch eine Beförderung und die wird auch gezielter Schlag 2 sein. Gut, um diese Fregatte jetzt hier zu erledigen, müssen wir hier ein bisschen verschieben. Diese Fregatte ziehe ich ein wenig nach hinten, ein bisschen Sicherheit wiegen. Und die Fregatte wird getauscht mit dieser Fregatte. So. Admiral ist in Einfluss. Und somit können wir schon einmal schießen. Einmal geschossen. Und noch einmal geschossen. Gut. Laut Anzeige werden wir sie vernichten. Und wir machen es auch gleich. Und was passiert? Nein, wir vernichten sie nicht. Sie hat überlebt. Jetzt zieht er hier hoch. Das will ich nicht. Glücklicherweise haben wir noch einen Freibeuter. Den werden wir jetzt auch noch gleich ranziehen und somit die Fregatte erobern. Ja, ein Geschenkengaul guckt man nicht ins Maul. Ja, Kanonenfutter ist angekommen, unsere frischen Fregatten. Die werden natürlich jetzt direkt an die Front. Wir werden jetzt, Vijay, werden wir jetzt versuchen, wieder niederzuschießen. Wir haben uns mit dem Araber abgesprochen, dass wir jetzt entscheiden, wann die Offensive startet. Er hat gesagt, also Schisser hat gesagt, wenn wir angreifen, greift er auch an. Mit Verlusten. Also sprich, alles auf eine Karte jetzt. Und ich habe mich dazu entschieden, jetzt hier wirklich mal anzugreifen. 1, 2, 3, 4, 5. Die schicken wir hier unten hin. Dann haben wir hier noch eine Fregatte, eine unbeförderte. Die geht direkt vors Haus. So. Diese Fregatte ziehen wir hier hin. Und diese Fregatte wird hier angezogen. Somit haben wir uns positioniert. Alle unsere schlechten Fregatten. Die sind schon relativ weit befördert.
Die ist auch schon relativ weit befördert. Ja, hat zwei Beförderungen und hier haben wir auch nochmal zwei Beförderungen. Und die sind, wie gesagt, relativ frisch. Man hätte es überlegen können, ob man vielleicht die und die tauscht, aber nun gut. Ist wie es ist. Also, gibt den ersten Schuss auf Vijay. Okay, 27 Trefferpunkte. 28 Trefferpunkte. 29 Trefferpunkte. Jetzt habe ich leider einen kleinen Fehler gemacht. Ich hätte diesen Admiral, diesen Admiral mal kurz hochziehen können. Mit dem schießen und wieder runter. Habe ich vergessen. Und somit schießt er leider ohne 15-prozentigen Bonus. Die drei Fregatten hatten ja den Bonus durch diesen Admiral hier. So, ja, kommen jetzt vorne mal hier. Einen weiteren Ritter herangezogen. Hier oben haben wir noch einen Freibeuter. Wir ziehen jetzt mal alles ran, dass wir denn da weiter in Ruhe gucken können. Ja. Ja, ein paar Einheiten kommen noch. Wie gesagt, hier werden noch zwei Fregatten gebaut. Und die gehen auch nochmal an die Front. Und dann denke ich, haben wir genug gezahlt und können jetzt, müssen dann erstmal wieder unsere Infrastruktur, unsere zivilen Projekte mal wieder nach vorne bringen. Gut, viel habe ich jetzt gar nicht mehr hier gemacht. Es gibt keine Angriffsmöglichkeiten. Wir könnten uns überlegen, diesen indischen Ritter anzugreifen. Von hier aus. Hab mir das auch überlegt. Allerdings könnte er dann hier runterziehen, draufschießen. Da runterziehen, draufschießen. Eventuell sogar mit dem hier runterziehen, draufschießen. Und noch mit einem Armbrustschützen. Somit würden wir eine Fregatte wieder opfern für einen Schuss auf einen Ritter, der dann nicht mal stirbt. Daher habe ich das einfach nicht gemacht. Genau, die Fregatte habe ich hier auf den Admiral gezogen. Die beiden Fregatten. Ja, jetzt muss ich kurz gucken, welche habe ich? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau, die geht hier hoch. Die geht hier ran. Und wie letzte Runde ja schon vorbereitet, der Missionar zieht jetzt auch an Jaipur ran. Somit können wir jetzt das erste Mal die Religion verbreiten. Leider hat das wohl noch nicht gereicht. Hier kommt unser großer Prophet. Den wollen wir dann in Vijay dann einsetzen, wenn wir die Stadt dann mal erobern. Sieht ja dieses Mal gar nicht so schlecht aus, wenn der jetzt der Araber wirklich zuschlägt mit den ganzen schönen Kamelen hier, dann könnte das schon wehtun. Also er hat wohl geschrien, dass er versucht hier drüber, weil hier ist ja der Fluss mit einer geplünderten Straße, die ihn sehr blockiert. Und er wird jetzt versuchen, hier rum über Kabul anzugreifen. Dürfen also gespannt sein. Wenn das auf jeden Fall klappt, dann sollte Vijay auch nächste Runde dann endlich fallen. Der Ägypter ist da mit vier Fregatten. Wird jetzt von uns angewiesen, hier unten nach Gara zu fahren, um Gara anzugreifen. Wir werden natürlich dann auch mit unterstützen. Aber das ist jetzt sein primäres Ziel, Gara anzugreifen, weil Vijay, da ist einfach kein Platz momentan. Unsere beste Fregatte, sage ich jetzt mal, ziehen wir ein Stück nach hinten. Ist hier ein bisschen safe, kann nur von hier aus angegriffen werden und da bleibt die auch stehen. Unseren Speerkämpfer, der irgendwie da ein bisschen unnütz rumsteht, den lassen wir auch da befestigt. Wir wollen ihn dann, wenn Vijay erobert ist, hier rumlaufen und ihn eventuell befördern, upgraden. Gut, ja, der befestigt. Der bleibt hier auch stehen, um immer noch gegebenenfalls die Zitadelle hier zu erobern. Und hier haben wir noch einen Freibeuter, den wir auch jetzt langsam Richtung hier hinschicken, um dann auch die Stadt angreifen zu können, wenn es denn so weit ist. Ja, das war eigentlich schon im Großen und Ganzen alles. Ja, unser Angebot wurde angenommen letzte Runde. Grünröser hat früh mit Linus geschlossen. Wieso? Wieso hatten wir überhaupt Krieg? Jetzt bin ich gerade, wo ist denn? Das habe ich jetzt gerade gar nicht gesehen. Das gucke ich mir ganz kurz an. Wieso hatten wir überhaupt Krieg mit denen? Mysteriös. Okay, vielleicht haben wir auch schon Frieden geschlossen. Es kann gut sein, dass es vor ein paar Runden mal war und dass sie es jetzt erst gemerkt haben. Kann natürlich sein. Ja. Okay. Und hier haben wir nochmal Kulturerweiterung hier vorne. Ja, und somit war es das eigentlich schon wieder diese Runde. Demografie schauen wir uns mal ganz kurz an. Tech-Lead wie immer noch. Alles weiterhin Dritten. Okay, Zweit mittlerweile wieder. Waren wir auch schon mal Dritter. Ja. Solider dritter Platz wie immer. Gut, hier haben wir noch eine Karavelle, sehe ich gerade. Die geht mal hier unten noch ein bisschen schauen.
Nicht, dass da mal wieder ein indischer Gegner kommt. Hier oben im Übrigen ist ein indischer Reiter, ja, den ich hier gesehen habe durch die Blockade. Ist mittlerweile auch aufgehoben worden. Ja, ist ein indischer Ritter oder Reiter, den jetzt die Fregatte der nächste Runde zerstören wird. Brauchen wir uns also keine Sorgen zu machen. Ja, ich denke, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Und ich denke, wenn Vijay dann endlich gefallen ist, dann werden wir auch wirklich schnelle Fortschritte machen und erfolgreich sein. Weil dann haben wir Platz. Das ist das große Problem momentan, dass wir einfach keinen Platz haben. Das wird sich dann damit hoffentlich endlich bessern. Okay, also, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bestimmt bald wieder, wenn das nächste Video von diesem wunderschönen PBM kommt. Also, bis dann. Tschüss.